Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Oh, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Twitter-Account, Weiterempfehlungslink und natürlich ein paar andere Videos. Kommen wir zum Tagesthema. Das Tagesthema ist ein EV für 16.000 Euro. Ja, dieses EV ist ein kleiner SUV, wie ihr seht. Und dieser kleine SUV ist von Tata. Nun ist das Auto gebaut für den indischen Markt. Und ob das wirklich nach Europa exportiert wird, beziehungsweise Amerika, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon, wenn das erfolgreich genug ist, dass dieses Fahrzeug ganz bestimmt auch hierher kommt. Tata, was ist Tata? Tata ist ein großer Stahlkonzern und an sich ein Mischkonzern, der auch unter anderem Jaguar besitzt und Range Rover besitzt. Also die beiden traditionellen Firmen aus England hat Tata damals gekauft. Insofern ist Tata nicht jetzt gerade angefangen und hat aus Rikschas ein Auto gebaut, sondern die haben schon etwas Know-how innerhalb des Konzerns. Dieses Fahrzeug heißt Nexon EV. Spezifikationen sind auch gar nicht so schlecht. Er hat eine 30 Kilowatt Batterie. Natürlich, wenn man jetzt auf die deutsche Mentalität, man braucht Reichweite, hat er natürlich von der Reichweite her gesehen zwischen 180 und 210 Kilometer. Also ähnlich wie ein BMW i3 mit der 94 Amperestunden Batterie. So um den Dreh würde das Fahrzeug weit kommen. Das heißt, wenn man so ein Fahrzeug hat, dann ist das eben etwas für den näheren Umkreis. Allerdings hat dieses Fahrzeug auch einen CCS-Lader oder eine CCS, also eine Schnelllademöglichkeit. Da steht er ungefähr eine Stunde auf 80%. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau hinkommt. Dazu kann ich dann nichts sagen. Aber wenn man sich dieses Fahrzeug anguckt, 16.000 Euro, das würde hierher kommen, dann wäre man bei 10.000, vielleicht sogar unter 10.000 Euro für ein EV. Und das ist ein netter kleiner SUV. Dieses Fahrzeug kann auch durch höheres Wasser fahren, ist extra so gebaut worden, dass es eben durch etwas höheren Wasser, wenn die Straßen unter Wasser sind, eben da auch durchkommt. Also wasserdicht ist, wie tief man damit reinfahren kann, kann ich natürlich nicht sagen, aber es soll dafür ausgelegt sein. Ja, wenn man sich denn anschaut, dass das auch noch CarPlay hat, dann hat man sozusagen über sein Handy mit CarPlay auch die ganzen Informationen drin und hat ein vollwertiges Navi und so weiter bei sich. Wenn dann Apple noch seine Version 14 rausbringt mit den EV-Chargern, dann kann man auch noch seine Strecke planen mit den richtigen EV-Chargern dazu. Also das ist schon wirklich klasse. Bei der Geschwindigkeit oder bei der Beschleunigung von 0 auf 100, da ist natürlich dann einiges an Grenzen gesetzt. Da soll das irgendwie so 10 Sekunden ungefähr sein. 10 Sekunden ist aus meiner Sicht nicht unbedingt jetzt schlecht, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Verbrennungsfahrzeugen, dann ist man sogar relativ gut aufgestellt, es sei denn, man nimmt wirklich ein Performance-Modell oder ein hochwertiges Fahrzeug, was eben schneller beschleunigt, aber so Kleinwagen und sowas, 10 Sekunden ist an sich dafür noch flott. Ja, bei der Höchstgeschwindigkeit, da ist das doch schon etwas beschränkt, da ist auf 120 beschränkt. Insofern würde so ein Fahrzeug sich eben auch wirklich anbieten, eher in der Stadt hier zu fahren, wenn das hierher importiert wird. 8 Jahre Garantie soll sogar da drauf sein, auf die Batterie und dem Motor. Das heißt, auch da ist man geschützt davor, dass man mit mal böse Sachen erlebt. Und dieses CarPlay geht eben für Apple und auch für Android-Telefone. Tja, das wäre natürlich schon ein wirklich günstiges Fahrzeug, gerade wenn man schaut, dass Familien, die eben ein Zweitfahrzeug benötigen, es gibt ja eine ganze Menge Familien, die zwei Fahrzeuge haben, eins, womit sie eben viele unternehmen und ein zweites, was denn der Partner, der eben nicht so
ja, so große Strecken fahren muss, nutzt, um die Kinder zur Schule zu bringen oder irgendwo hinzufahren oder eben auch zur Arbeit zu fahren, weil der andere Partner eben den größeren Wagen hat, um dann die Kinder durch die Gegend zu fahren. Wie auch immer das geregelt ist in den Familien, gibt es eben doch eine ganze Menge Familien, die zwei Fahrzeuge haben, speziell wenn man nicht ganz in der Stadt lebt. Das wird von vielen Leuten, die in Großstädten, mitten in Großstädten leben, unterschätzt, dass eben Leute, die weiter auf dem Land leben, dann doch daran gebunden sind, für die Mobilität eben ein zweites Fahrzeug zu haben, da sie nicht den Luxus haben wie die Großstädter, dass sie dann da mit einer U-Bahn beglückt werden oder vielleicht regelmäßigen Bussen, sondern da muss man eben sich selbst behelfen. Und das wird auch so bleiben, gehe ich mal von aus, in Zukunft. Insofern wird dort alles, was weiter draußen wohnt, eben auf zwei Fahrzeuge zurückgreifen müssen oder eben sich so einrichten, dass man mit einem Fahrzeug auskommt, mit innerhalb der engeren Umgebung, denn zu Fuß oder mit dem Fahrrad denn unterwegs ist. Eine interessante Entwicklung. Wir werden noch weitere Fahrzeuge sehen, die dann kommen. Ich denke mal so gerade der Hersteller Dacia, der im Moment ja sehr günstig im Verbrennungssektor ist, plant auch ein EV, was jetzt herauskommen soll, was eben sehr günstig dann ist. Was einfach auch Leuten, die ein kleineres Budget haben, die Möglichkeit gibt, in dieses Segment einzusteigen, der Elektromobilität. Und bei der größeren Subventionen, die es momentan vom Staat gibt, werden Fahrzeuge eben recht günstig werden. Ich glaube, ein E-Up elektrisch kostet weit unter 20.000 Richtung 10.000 Euro mittlerweile durch diese hohe Förderung. Mercedes musste schon seine Verkäufe für die Fahrzeuge einstellen, weil die Fahrzeuge einfach so eine große Nachfrage haben. Also werden wir noch einiges an Änderungen dort sehen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.